Sonnig heute Morgen. Wow. Und ich gehe am Strand oder ich gehe zu Strand. Oh, es ist zu früh und ich habe noch nicht Kaffee getrunken. Ich möchte warten, bis ich am Strand bin zum Trinken. Wie viel Uhr ist das? Ich weiß das nicht. Ganz früh. Es ist 8 Uhr. Nicht so früh. Los geht's. TikTok. Okay, ich bin angekommen, aber es gibt Leute hier. Ich dachte, dass ich die einzige Person am Strand werde. Es gibt viele Autos. Also, das ist okay, aber ich muss einen kleinen heimlichen Platz finden, um ein Video zu machen und ein bisschen zu sprechen. So. Karma Sutra, Desert Sutra, Velvet Dress, you're slipping on. Would you stay with me? It's coming through ya. Never knew ya. Never knew how much it meant when you spoke to me. But everyone needs something. Picket fences, meet your parents, cast your shoes off in the door. Don't even see. Carolina, treat you better. I won't steal and I won't cheat. Wenn du wirklich, wirklich doll gucken, du kannst Surfer sehen. Sie paddeln raus. Siehst du? Ja, die sind so klein. Sie paddeln zu den Wellen. Da. Ich soll das mehr machen. Ich bin immer so glücklich, wenn ich erst Ding morgens rauskomme und am Strand oder einfach. Ich habe eine Bank gefunden. So schön. Wie kann man einen schlechten Tag haben, wenn es fängt so an? Unmöglich. So, meine Kamera ist fast kaputt. Nicht kaputt. Tot. Da, die Akku ist fast leer geworden. Und schade, weil ich hatte keine Chance mit euch zu sprechen. Also, ich gehe nach Hause, ich fahre nach Hause und ich muss das Akku, chargen und dann kann ich das Vlog weitermachen. Ich möchte das einfach im Morgen machen, aber mit dem Wasser, aber ich weiß es nicht. Also ja, gestern hat mein Kuh funktioniert nicht.
Ja, das war nur ein halbes Tag. Es ist der Tag danach. Es ist Freitag und ich bin am Strand. Ich bin zum Strand gelaufen. Ich hatte viel Arbeit heute Morgen, die ich musste machen. So, ich habe das gemacht und jetzt habe ich Unterricht um 1 Uhr. Es ist 12 Uhr und ich dachte, dass ich müsste wirklich rausgehen, bevor ich weiter auf meinem Computer arbeiten konnte. Ich weiß nicht, ob das langweilig ist, aber ihr habt gesagt, dass ihr einfach neue Videos wollt. So, Entschuldigung, wenn die scheiße sind. Ich habe eine kleine Geschichte. So, ich habe dieses Semester für Französisch angemeldet und ich bin ein paar Unterrichte gegangen und die Lehrerin war total scheiße. Sie hat nur auf Französisch gesprochen und ich habe gar nichts und die anderen Studenten haben gar nichts verstanden. Und ja, das war total scheiße und dann ich habe einen anderen Deutschkurs gefunden. So, ich mach mal weiter mit Deutsch und ja, das freue mich wirklich darauf. Ich habe ein paar Freunde, die in diesem Kurs ist und der Professor ist toll, wirklich alt, aber süß und er hat keine Ahnung, wie Zoom funktioniert, aber es ist lustig und ja. Ich habe ein Puffer Jacket getragen, aber jetzt bin ich wirklich warm. Mir ist wirklich warm, nicht ich bin warm. Als ich Deutsch gelernt habe, habe ich bin kalt gesagt und ich habe das herausgefunden, dass das bedeutet I'm a cold person, nicht ich bin kalt. Ich habe immer das Mädchen, die ich au-paired for, gefragt, bist du kalt? Ups. Ist egal, das ist meine Lieblingsphrase. Phrase? Schau mal, wie schön ist das. Ich möchte immer raus sein oder nicht in meinem Haus sein, aber das geht nicht, weil alle meine Kurse sind auf meinem Computer. Also, ist wirklich schade, aber was kann ich tun? Gar nichts. Fast niemand raus heute. Schön. Ja, es ist fast das Wochenende. Ich weiß nicht, was ich darüber sprechen soll. Schau mal, wie schön. Es gibt eine kleine Brücke. Ich bin noch wieder ausgezogen. So, ich sammle das Zimmer meiner Freund. Nicht mein echter Freund, einfach ein Freund, nicht Freund. Ich habe keinen Freund. Aber ja, ich habe mein einziges Zimmer und es ist wirklich schön und groß und ich zeig's dir das. Ich zeig's euch das, wenn ich dort bin. Schön. Eine kleine Vogel. Guten Morgen. Oder guten Tag. Ich glaube, es ist 12 Uhr. Schönen Tag noch. Kleiner. Wie schön ist das? Ich liebe es hier. Ich habe immer ein Lied in meinem Kopf. Es gibt ein Wort dafür. Ohrwurm, glaube ich. Okay, ich bin zurück zu Hause und in meinem Zimmer. Ich kann eine kleine Tour geben. So, hier ist die Tour. Mein Bett. Und ein Schreibtisch. Hier sitze ich für alle meine Zoom-Calls. Und schau mal, ich habe Berlin-Karte. Ja, hier sind alle die Kunstwerke, die ich gemalt habe. Viele Wahlen. Und ja, es ist viel Platz für alle meine Sachen. Hier sind meine Notizbuch. Es sieht nicht so interessant aus. Und dann ein kleiner Teller, Kissen, eine Biene, eine Pflanze. Und das ist nicht mein Surfboard, sondern mein Freund. Aber es sieht wirklich cool aus. Hier gibt es einen Spiegel. Da bin ich. Ein paar mehr Pflanzen. Und hier gibt es noch einen Balkon. Und hier gibt es alle Pflanzen meiner Freundes. Ich möchte einen Tisch, kleiner Tisch und Stuhl kaufen. Und ja, das ist alles. Das ist mein Zimmer in meiner neuen Wohnung. Vielleicht
kann ich euch eine kleine Apartment-Tour geben. Auch los geht's. Hier sind die Treppen und dann das Badezimmer ist hier. Hier ist das Badezimmer. Da bin ich. Ein kleiner Fenster. Das Wetter ist so komisch heute. Weiß nicht warum. Und dann hier sind die anderen Schlafzimmer. Das hier ist Kais Zimmer und Nandos Zimmer und meinem Zimmer. So, wir gehen runter. Hier ist das Wohnzimmer und Esszimmer. Hier sind die zwei Hunde. Hallo! Und meinem Café, ganz wichtig. Viele Surfboards, die gehören zu Kai und Nanda. Und hier ist das Esszimmer. Una, sie macht Arbeit jetzt. Und zuletzt hier ist das Kuchen, die Kuchen. Und das ist alles. Es gibt noch ein Badezimmer hier runter, unten. Und da drin gibt es die Waschmaschine. Und ja, und es gibt einen kleinen Garten, wenn man ungefähr 5 bis 10 Minuten da läuft. Man erreicht. You get to the beach. Ich weiß nicht, wann das auf Deutsch sagt. Aber ja, ich sehe jetzt so geistlich aus. Und ja, das ist alles. Danke, dass du das Video geguckt hast. Bitte follow me auf Instagram. Mein Handle ist Savtuma. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.